Leute, der NDR hat für euch noch eine Umfrage vorbereitet, und zwar damit wir den Kanal auf dem Land noch ein bisschen mehr nach euren Vorstellungen gestalten können. Dazu könnt ihr einmal hier oben klicken und bei der Umfrage mitmachen oder auch unten in der Videobeschreibung nachgucken. Also macht mit und dann wird es noch geiler, als es überhaupt schon ist. Lavendelbauer Karol Olszewski. Das lila Kraut ist seit 6 Jahren ein Abenteuer für ihn. Wir brauchen Gummi. Und seine Frau Joanna. Beide kommen aus Polen, sind von der Großstadt Stettin ins kleine Dorf Grimme gezogen. Hier bauen sie Lavendel an. So, wir haben im Lavendelbusch. Das ist schon ein bisschen erwachsene. Meine Ernte ist wichtig, diese richtige Höhe zu schneiden. Das heißt, wir haben dieses Holzstück und oben gibt es dieser grüne Teil. Und wir lassen 2-3 Blätter oben und schneiden das alles ab. So, wir lassen nur grüne Stück, ein bisschen grüne Stück oben. Und das Lavendel ist auch langfristige Pflanze. Wächst über 20 Jahre. Das heißt, wenn die Buschen sind tot oder zu viel gewachsen, ich bin schon Rentner. Mhm. Ja. Irgendwann haben die beiden sich verliebt in diese intensiv riechende Heilpflanze mit ihrer beruhigenden Wirkung. Warum nicht Kartoffeln? Immer wir haben diese Frage. Warum nicht Kartoffeln? Aber warum nicht? Warum keine ganze Leute hat Kartoffeln und welches Zboże? Weizen, Raps. Raps, nicht andere, keine Kräuter, nichts. Hier ist wie eine Wiese, passiert nichts. So, und wenn jemand macht etwas Besonderes, das ist sofort wie ein Magnet oder Lichtturm. Und in Polen, wenn jemand macht, das kommen sofort 20 Kopierer und die machen das alles kaputt. Da kommt Kämpfen zwischen Preisen und so weiter, Wettbewerb. Und hier ist Ruhe. Wir sind allein und Erste. Und Leute sagen, wow, kleine Provence. Ja. Und ihre Provence in der Provinz wächst immer weiter. In Grimme, direkt an der Landesgrenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Im vergangenen Herbst bestellen sie ihr drittes Feld, 2,2 Hektar groß. 12.000 Pflanzen bringen sie bis zum Frost in den Boden. Bei der Masse ist Karol froh, endlich eine Pflanzmaschine zu haben. Das Gerät, Marke Eigenbau. Das ist ein bisschen zu breit. Wir machen von 2 Maschinen eins. So, das war eine Anpflanzungsmaschine. Jetzt, das ist nur ein Sitz von dieser Anpflanzungsmaschine. Und das sind die Anläufer von alten Geräten von Kartoffelindustrie. Aber klein, weil heutzutage LPG hat alles groß und wir brauchen etwas Kleines, sehr klein und sehr genau. Ja, und diese Sachen zum Beispiel bekommen wir von Huschmidt. Er hat das vor uns vorbereitet. Kinnigensitz. Fürs Pflanzen brauchen sie fast einen Monat, zu dritt. Ihre Tochter lebt in Polen. Ihr Sohn Gabriel noch bei ihnen und hilft, wann immer er kann. Wir müssen jetzt achten, dass der gleiche Abstand da ist, ungefähr 60 cm, und dass es wenigstens gerade auch geht. Seiner Mutter entgeht vom Königinnensitz aus nichts. Bisschen zu dicht. Also es war ein kleines bisschen zu dicht, die Pflanzen, weil die werden später größer, ungefähr 50, 60 cm. Ja, wir müssen bloß Platz zwischen lassen. Das habe ich noch nicht gemacht, das macht nur meine Mutter, weil sie weiß, wie tief die Pflanzen anpflanzen muss. Ist für mich zu anstrengend schon. Da muss man die ganze Zeit drücken und so, und dann muss man die ganze Zeit den Boden und so rauf machen. Der Boden ist auch nicht so leicht, weil es jetzt auch nass. Und immer Stopp, links, rechts sagen, ist auch nicht einfach. Diesmal sind sie spät dran mit den Pflanzen. Das hat aber auch Vorteile. Ist sehr gut, weil wir müssen nicht mehr gießen.
Weil wir machen das zum Beispiel im Sommer. Wir müssen dann 2-3 Mal in der Woche diese Babys noch ein bisschen Wasser geben. Und jetzt ist alles nass. Das ist gut für junge Pflanzen. Die Wurzel dann adoptiert zu dieser Erde. Perfekt. Sehr schwer Arbeit. Ich habe viele hier. Ja, für die Rücken. Ja, leider. Aber jemand muss auch Trecker fahren. Na początku jest dużo pracy, ale później, jak będzie zbiór nie manualny, tylko mechaniczny, więc myślę, że to jest bardziej opłacalne. Tak? So, das, ja, das geht über diese andere Niveau, weil jetzt ist viel Arbeit, aber das ist einmalig im 25 Jahre, weil das wächst 25 Jahre. Also das muss ordentlich angepflanzt werden. Czy byś naprawdę przemyślane wszystko. Ja, das muss alles überdenkt und dann kommt eine Erntemaschine. Und Erntemaschine macht das eine Reihe in 15 Minuten. So, das ist sehr schnell und sehr effizient. Und dann, wir sind finanziell auch auf anderem Niveau. Aber abwarten, 2 Jahre Minimum. 5 Autominuten von den Lavendelfeldern entfernt liegt Brüssel. Hier haben Carol und Joanna zusammen mit Freunden in Corona-Zeiten ein Lavendelzentrum aufgebaut. Hi. Ein Ort, an dem es das ganze Jahr über nach Lavendel riecht. Ihre Freundin Carolina gibt hier Qigong- und Yogakurse und kümmert sich um den Verkauf der Lavendelprodukte. Entspannung, zu Augen. Zack. Wie der Oma. Oma macht alles. Aber guck mal, ist schick. Mit Verschluss. Ach, das ist eine tolle Idee. Das hilft für diese verrückten Leute, mit Computer zu sitzen. Seife, Schnaps, Öl, Duftstäbchen. Mit der Zeit haben sie um die 18 Produkte auf den Markt gebracht. Guck mal. Ach, wie schön. Na? Und duftet. Na. Das Lavendelzentrum ist Laden, Café und Kursraum. 7 Jahre lebt Karol Olszewski jetzt schon mit seiner Familie in Deutschland. Meine Heimat ist dort, wo Familie ist. So, ob das in Nordafrika, Deutschland oder Amerika oder China ist, das ist für mich ganz egal. Für unsere Kinder, für die Zukunft von unseren Kindern. So, zum Beispiel mein Sohn jetzt spricht fließend 3 Sprachen. Deutsch mit deutschem Akzent schon. Hat eine Ausbildung bekommen und jetzt kann hier einfach gutes Geld verdienen und ein bisschen sicher Gefühl, weil für die jungen Leute in Polen, das ist Katastrophe ein bisschen. Die studieren und die geht es am Ende in Kasse in Biedronka oder andere Tankstellen. So, und hier ist alles geregelt. Wenn jemand hat diese etwas, kann einfach gut Geld verdienen. Ich sehe auch keine Zukunft in Polen. Oder ist Zukunft da, aber vielleicht 5 bis 10 Mal schwerer als hier. Weil hier ist alles neu. In Polen, da die Leute leben sehr schnell jetzt. Und die suchen Neuigkeiten und die kopieren an viele Sachen. Und hier in Deutschland, das ist wie eine Wüste. Wenn man jemanden macht solche Sachen wie Lavendel, ist schon wow, er macht etwas Neues. Und in Polen ist normal. Woran mag das wohl liegen? Die Polen sind mehr Kreativität. Kreativ. Und die Deutschen sind diese, ja, wie man das sagt, Einzelgänger. Man, die geht in meine Richtung, die geht einfach in meine Richtung. Die sehen nicht links und rechts. Ein paar Kilometer weiter ist Karol mit den Eismachern aus Klockow verabredet. Seit einem Jahr arbeiten sie zusammen. Hallo, schön. Hallo. Lavendellieferung. Schön. Da können wir wieder Lavendeleis machen von dir, oder? Ja, ist gut. Dann machen wir, wann willst du holen? Nächste Woche. Nächste Woche? Naja, bis dahin ist er fertig. Mehr als 25 Sorten Eis produzieren sie in ihrer kleinen Manufaktur. Ein Lavendeleis zu kreieren, auf diese Idee wären sie allein nicht gekommen. Doch dann stand Karol plötzlich vor der Tür
mit dieser Aufgabe? Ja, hat ein bisschen gedauert, bis wir die richtige Konsistenz dafür entwickelt haben und die richtige Geschmacksrichtung. Anfangs war es sehr, sehr süß gewesen. Das ist kein Milcheis, ne? Das Milcheis ist, da ist dieser Fettgehalt drin. Muss so eine Konsistenz haben wie unseren andere Sorbet-Sorten. Also wie zum Beispiel nur Zitrone, nur Kieber, nur Erdbeere. Die Konsistenz muss es nachher geben. Sonst, wenn man das in Kugeln abfüllt, in eine Tüte rein, dass es nicht gleich wegschmilzt. Also es muss schon die Konsistenz da sein. Ja, und das haben wir rumgetüftelt. Lavendelsud, Zitrone, Wasser. So, jetzt ist es eigentlich fertig. Guck lieber noch mal rauf. Ja. Ja, vergisst ihn manchmal viel. Ja, man ist schon ein bisschen älter. Und jetzt wird das ganze Gebräu im Prinzip püriert. Wird jetzt püriert. Ne? Richtig vermengt mit dem. Das Eisehepaar Weber ist Mitglied im Verband Regionalmarke Uckermark. Dadurch hat Carol sie überhaupt erst entdeckt. Das ist besser als große Konzern, weil dann wir kann direkt sprechen und schnell und entschieden. Und bei großen Konzernen, das dauert. Projekt, Projektleiter, Lieferungen, Mustern. Und hier war ruckzuck fertig. Wir haben getroffen, einfach getestet verschiedene Sorten von Lavendel-Eis. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist gut. Wieder eine schöne Farbe, ne? Ja. Ja, nächstes Jahr oder in 2 Jahren werden wir dann mal drüber sprechen. So habe ich gedacht. Das ist ein Pole, dauert sowieso ein bisschen länger. Ne? Und man hat da nicht dran geglaubt. Also das ist so schnell und er hat noch nicht locker gelassen. Er kam dann aber auch. Ne? Und mittlerweile so, kommt er öfter und bringt den Sud. Harald, willst du mal kosten? Ja, na klar. Also, das ist jetzt das. Kurz nach der Herstellung, ne? Ja. Wenn du jetzt ohne Schockfroster. Ohne Schockfroster. Wenn das Eis sehr gut. In Grimme sind die Lavendelbabys der Sorte Grosso auf dem neu angelegten Feld am Wachsen. Seit fast 10 Monaten. Aber auch das Unkraut gedeiht prächtig. Jede Woche kämpfen sie hier dagegen an. Familie und Freunde müssen helfen. Guck mal, dieser Lavendel hier ist okay. Das ist eine Jahre alt Lavendel. Und guck mal, ist groß, hat viele Blüten. In diesem Platz. Aber ein bisschen weiter, da, ist sehr klein, keine Blüten. Und ich verstehe das nicht. Warum? Vielleicht andere Erde? Ja, da hinten ist ein bisschen mehr lebig, so dicht, zu viel trocken. Und hier ist die Erde leichter, durch, Wasser kommt durch und dann ist besser für Lavendel. Eigentlich bräuchten Carol und Joanna noch mehr Helfer, aber Saisonkräfte können sie sich zurzeit noch nicht leisten. Jetzt kommen viele neue Leute in Deutschland oder in Polen. Aber die dürfen nicht arbeiten. Mhm. Ja, bekommen ein bisschen Sozialgeld und die sollen Deutsch lernen und integrieren. Aber in meiner Meinung, arbeiten bei Erde, das ist Integrierung mit diesem Land. So, Schwerarbeit, Erde, das ist immer integriert, die Leute, lokale Leute. Nächste Helferin kommt. Sie hat Geburtstag. Jeszcze raz, kto? Simone. Simone hat heute Geburtstag. Hallo. Danke. Und Simone mag hier Lavendel. Therapie. Ja. Lavendeltherapie. Entspannen aus Berlin und Lavendel einatmen, aber auch das Unkraut rausreißen und dabei Aggressionen, einfach entspannen auf jeden Fall. Also locker
Was bei den Pflanzen manchmal nicht so geht, weil die sind extrem hart im Boden, die Pflanzen und die Wurzeln. Und dann haben wir schon Therapie gemacht. Und ich darf ja auch ein Wort nicht sagen, was wir sonst immer sagen. Ein Schimpfwort auf Polnisch. Kurwa. Und das sind alles Kurwa-Pflanzen, weil die sind, die raus müssen und die nicht schön sind und den Lavendel behindern beim Wachsen. Ja, die. Die muss dann geschnitten werden, die kriegst du sonst nicht raus. Und das ist eine Rasenmäherkiller, Messerkiller, ein Stein. Wenn ich treffe solche Steine mit Rasenmäher, ist einfach tot. Rasenmäher, nicht ich. Bei all der Arbeit haben sie eine Überraschung vorbereitet. Für Simone. Familie, Freunde reicht. Mehr braucht man nicht. Und ein paar Geschenke vielleicht. So, zuerst Kartoffeln. Joanna und Carol laden zum Geburtstagsmittagessen. Prost. Guten Appetit. Festina Lente. Eile mit Weile haben sie ihre Firma genannt. Frisch. Auch wenn in der Lavendelernte jeder Tag zählt, sie lassen sich nicht hetzen. Es sind 38 Grad, viel zu heiß, um auf dem Feld weiterzumachen. Auch auf ihrem Grundstück gibt es immer was zu tun. Karol war in Polen Sicherheitsinspektor, arbeitet heute hauptberuflich bei einer Heizungsbaufirma. Eine liegt schon. Joanna ist studierte Agraringenieurin, hat in den vergangenen Jahren ein Reitzentrum aufgebaut. Zusammen kümmern sie sich um 11 Pferde, 2 Hunde, 2 Schweine und 3 Katzen. Im Juli schneiden sie jeden Tag Lavendel, so wie sie es schaffen. Anschließend wandern die Sträuße zum Trocknen auf den Scheunenboden, so wie die Bauern das früher mit Tabak gemacht haben, der hier bis in die 1970er Jahre angebaut wurde. Die Holzkonstruktionen sind eine Recycle-Idee von Carol. Ausrangierte Lattenroste. Weißt du, das ist Kreativtechnologie. Ist schon fertig. Ja, ist schon trocken. Unverarbeitet gibt es derzeit für 100 Gramm Lavendelblüten 20 Euro. Im Schnitt baumeln die Sträuße 2 Wochen auf dem Trockenboden. Hier ist dunkel, relativ dunkel und sehr heiß. Und Luft zirkuliert. Das ist guter Trockensraum. Sehr gutes Trockensraum. Wir dürfen das nicht auf der Sonne trocknen. Unter einem Dach oder so. Nee, das ist verboten, weil Sonne brennt der ätherische Öl ab. So, das muss in Schatten passieren. Und Farbe ist auch weg dann, auf der Sonne. Das ist pures Gold. Ja. Und dann, wir haben, die Blüten sind nicht sauber, das gibt viele Stänge unter. Und dann, wir müssen das durch spezielles Sieb sauber machen. Weil uns wichtig ist Qualität, muss nur Blüten sein, Blütenteil. Und die Blüten sind geschlossen. Das ist sehr positiv. Und weil sie mit den Jahren immer mehr Lavendel vom Feld holen, hat der 47-Jährige jetzt eine Maschine entwickelt und in Polen bauen lassen. Der Clou? Die Bürste. Mit der werden sonst Straßen gereinigt. Und bei Karol wird nichts weggeworfen. Die Stängel machen sich noch gut zum Kamin anzünden. So, ein pures Gold. Das dauert 2-3 Sekunden pro Strauß. Und Oma zeigt, wie das war früher. Gemacht. Das war Katastrophe. Das ist sehr schwer, das rauszukriegen. Bei jedem Stück kann man so machen, aber das dauert alles. Oma, das ist Karols Schwiegermutter Kascha.
Kascha wohnt in Polen, kommt regelmäßig vorbei, um zu helfen. So haben sie bislang die Lavendelblüten von den Stielen getrennt. Ein mühseliges Unterfangen bei rund 200 Kilo, die im vergangenen Jahr zusammengekommen sind. Das war schwer. Das war zu schwer. Nawet na takiej tarce było kiedyś robione wcześniej. Diese Arbeit hat mich daran erinnert, wie wir früher Wäsche gewaschen haben mit einem Waschbrett. Do prania kiedyś się prało. Oma Kasia mag Handarbeiten, bindet Kränze und Sträuße. Długo właściwie to się będzie robić. Sie fertigt Duftstäbe, probiert immer wieder was Neues mit Lavendel aus. Przez Internet. Sie hat das im Internet da gefunden. Jest. Da gibt es überall da. Man muss nur genug Material haben. Alles Duft, alles Deko, aber ist schön. Diese Stäbchen kauft eine Frau aus Stettin als Duft für Auto. Das hängt bei Rückspiegel und wann sie geht drin, immer so machen und dann ganze Auto duftet mit Lavendel. Beruhigt. Das ist wichtig bei Fahren. Dass Karol und Johanna nach Deutschland gezogen sind, kann Oma Kasia gut verstehen. Wie ich da reagiert habe? Normal. Ich habe mir gesagt, dass es nicht weit weg ist. Von meiner Garage bis hier sind es nur 29 Kilometer. To jest 29 kilometrów. Und wenn sie sich nicht um den Lavendel auf ihren drei Feldern kümmern, dann beschäftigt die beiden der Pflanzennachwuchs. Gut gewachsen. Sieben verschiedene Lavendelsorten haben sie gerade im Test. No, ta się na pewno dobrze ukorzeniła. Wann wir züchten Lavendel aus Mutterpflanzen aus dem Feld, älteste Feld, dann ca. 50% sind tot. Das heißt, die Wurzelsystem wächst nicht richtig. Und dann von Gewächshaus geht diese neue Pflanzen mit kleinen Wurzeln nach draußen. Die müssen verschiedene Temperaturen bekommen, von niedrigen bis höchster. Das heißt, nochmal 50% sind tot. So von, als Beispiel, von 1000 Stück bekommen wir am Ende 250 Stück. Richtige. So Zeit, viel Arbeit, aber dann, wir bekommen die beste Lavendel. So, das ist ein gutes Beispiel von der Sonnenseite mit schönes Wurzel und schöne Pflanze. Und dann kommt eine neue Baby aus dem Schatten. Das dauert ein bisschen länger. Von Mai dieses Jahr. So, sehr junge Baby. Als Beispiel, alle diese schönen Töpfe im Baumärkte oder generell in diese Großhändler kann man kaufen, die sehen sich gut aus, aber die wachsen schnell und im Gewächshäuser. Das heißt, die sind nicht gehärtet. A to są specjalne odmiany właśnie na plantacje lawendowe. Das ist spezielle Sorte für Baumärkte, für diese Großhändler. Und man kauft diese Pflanze, kümmert über diese Pflanze, halbe Saison und dann nächstes Jahr ist tot. Weil überlebt nicht einfach. Jedes Jahr der Höhepunkt auf ihrer kleinen Lavendelfarm, das Erntewochenende. Beim ersten Mal vor 5 Jahren kamen 30 Leute. Jetzt helfen Hunderte. Und bei der Hitze freuen sich alle schon aufs Lavendeleis. Die Nachfrage steigt da. Die Idee ist gut. Und ich liebe das, dieser Sud, dieser Extrakt auch nach Polen für Eismanufakturen. Ja? Ja, ja. So. Katowice, Krakau. Also wir sind nicht die Einzigen, oder? Aber das sind 600, 800 Kilometer von hier. Nein, kein Problem damit. Jo, ein großes. Dankeschön. Ich auch. Ah ja, haben Sie es schon probiert? Sehr, sehr.
süß nach Lavendel. Für mich genau, wie es schmecken soll. Was? Ein, zwei, drei. Überall dieser Duft, der Stress abbauen und Schmerzen lindern soll und sogar beim Einschlafen helfen kann. Ich habe Lavendel gehasst, ehrlich gesagt. Weil ich habe damit assoziiert so einen alten, chemischen Oma-Duft. Und das ist total anders. Und ich zeige, wie kann man die kulinarische Lavendel finden. Einfach ein Blut raus und essen. Und wenn du hast Gefühl von Süßigkeit, das ist kulinarische Lavendel. Und wenn du hast dieses Gefühl von Geschmack von Kamphore, wie ein Tannenbaum, das ist nicht zu essen. So, ich habe eine kleine Warenlieferung. Jeden Erntehelfer belohnen sie mit Lavendel. Ja, schön. Mal was anderes, entspannt. Einfach mal den Kopf freikriegen. Wir ernten, genau, wir ernten. Wie viel möchtest du? Dürfen wir die dunklen da aufschneiden? Oder, ja. Oder? Ja. In diese Richtung. Aha. Nicht das. Okay. Ja. Okay. Es wächst, ne? Man sieht, es wächst. Ne? Es wird jedes Jahr mehr, größer Felder und die beiden netten Leute werden immer professioneller irgendwo, ne? Sind nicht mehr so. Ja, schön. Also die Landschaft ist deutlich ärmer geworden in den letzten Jahren. Ich bin in der DDR aufgewachsen und da gab es viele Bruchlöcher und Wasserinseln und das ist alles zerstört worden durch Melioration und durch inzwischen ja leider Monokulturen. Ja. Und dann ist sowas natürlich ein sehr erfreulicher Anblick, wenn es halt mal was anderes gibt, wenn man halt mal ein Sonnenblumenfeld sieht oder ein Lavendelfeld. Wunderschön. Ja. Von einer Pflanze ernten sie etwa 10 Sträuße. Das ist von 3 Reihen nur. Und wir haben 16 Reihen. So, das heißt, ein Monat Arbeit. Mhm. Ja. Noch ist der Lavendelanbau ein Nebenerwerb für die Olszewskis. Aber in 5 Jahren soll er so viel einbringen, dass sie davon leben können. Danke. Oma Kascha hat sich mit der neuen Blütentrennmaschine eingefuchst. Für sie das schönste Geschenk, das ihr Joanna und Karol zu ihrem 70. Geburtstag machen konnten. Seitdem hat die Maschine auch einen Namen. Kascha Siedem Dirschond. Kascha 70. Auch andere Lavendelbauern haben Interesse an Karols Erfindung. Und so hat er sie schon 2-mal nachbauen lassen und verkauft. In 2-3 Jahren soll sie ihnen dabei helfen, 1 Tonne Lavendelblüten zu gewinnen. Wir sind zufrieden. Erstens überlebt, das war ein Test. Zweitens, wir haben entwickelt viele Produkte, auch wichtig. Und wir haben komplett Linie, Produktlinie, von Lebensmitteln bis Kosmetik. Und Alkohol auch, und Eis und so weiter. Ich habe noch ein paar Ideen zur Mechischen Maschine. Und was sagt Oma Kascha dazu? Super!